Schulmedizin, zum Leidwesen vieler Patienten. Ich denke, da ist so eine große Ignoranz von Seiten des Establishments. Die möchten nicht, dass wir mit einfachen Maßnahmen, die bezahlbar sind, Menschen helfen. Denn das wäre ja möglich eigentlich mit nicht patentierbaren Substanzen. Und der Punkt ist eben, wenn Sie eine Substanz haben, die nicht patentierbar ist, dann ist sie eigentlich nichts wert. Und wir werden getrieben letztendlich von der Pharmaindustrie und der entsprechenden Medikation, die patentierbar ist. Ich denke leider, im Endeffekt zeigt das die Erfahrung von 30 Jahren, da hat sich in den letzten 30 Jahren nichts geändert und wird sich weiterhin auch nichts ändern. Aber entsteigen ja die Studien, die für jedermann zugänglich sind. Und aus dem Grunde denke ich, da wird man irgendwann den Mikronährstoffen oder generell den Nährstoffgruppen eine Regel vorschieben. Also beispielsweise gibt es aktuelle Studien zu Omega-3-Fettsäuren, die sind unglaublich eigentlich, die erreicht kein anderer Nährstoff und die können wir nur flach halten, wenn man will, indem wir die Menge begrenzen, die in einem Präparat drin sein darf. Wir haben ja heute geredet über Produkte oder Öle beispielsweise mit Algenöl, Fischöl beispielsweise, die eine Menge liefern an EPA, DHA von 2 bis 4 Gramm. Und die Studien, die alle gezeigt haben, Omega-3-Fettsäuren bringen nichts, waren meistens Studien im Bereich von 100 bis 800 Milligramm. Und das heißt eigentlich, wenn ich eine Substanz unterdosiere und auch keinen Laborparameter habe, den ich als Anhaltspunkt heranziehe, wie in dem Fall der HS-Omega-3-Index, dann kommt dabei auch nichts raus. Und genauso ist es beim Selen, genauso ist das beim Q10 und genauso auch beim Magnesium. Ich denke, in der Kardiologie ist unschlagbar derzeit die Datenlage zu Omega-3-Fettsäuren, und zwar zur Supplementierung. Da haben wir Meta-Analysen mit 21.000 Probanden oder mehr, die gezeigt haben, Omega-3-Fettsäuren senken pro 1000 Milligramm kardiovaskuläre Ereignisse um 17%. Das heißt also, wenn Sie nicht über 1000 Milligramm gehen, haben Sie auch keinen Effekt. Und das sagt offiziell die American Heart Association. Und genauso haben Sie Daten von der American Heart Association zu Q10 und zahlreiche Arbeiten auch zu Magnesium. All das wird ignoriert. Wir haben einen Kongress gehabt im Jahre 2008 in Bochum im Kongresszentrum über Bluthochdruck und hatten dabei ein Magnesium-Symposium. Und der bedeutendste Forscher Deutschlands von der Uni Hohenheim, Herr Klaassen, hatte nur aufgehängt eine DIN-A4-Seite und darauf geschrieben, im Endeffekt tut ihm leid, dass die Magnesiumforschung und die Daten so stark ignoriert werden, dass hier gar nichts in dem Bereich passiert, was man den Patienten empfiehlt. Das müsste längst Bestandteil sein der Leitlinien. Und das betrifft viele Nährstoffe und ich denke, am krassesten ist das Beispiel Omega-3 und vor allen Dingen auch Magnesium. Und auch die Daten zu Selen seitens der Charité in Berlin werden komplett ignoriert in Bezug auf Selen. Selen ist ein wichtiger Baustein generell, auch bereits, wenn man überlegt, schwanger zu werden. Weil Selen ist das einzige Spurenelement, was eingebaut ist in unserer DNA. Alle anderen Elemente, Mineralstoffe, bestimmen nur indirekt die Proteinfaltung. Selen ist direkt eingebaut in DNA über einen Stopp-Codon. Und Selen treibt eben viele selenabhängige Enzyme an. Und die arbeiten erst im normalen Bereich, vor allen Dingen in Bezug auf die vaskuläre Funktion. So, ich denke, das ist wieder ein wunderbarer Einstieg. Ich habe mir schon ganz viel angehört von dem Uwe Gröber, unter anderem natürlich Akademie für menschliche Medizin. Den Link setze ich euch ja wieder drunter. Sehr spannend. Es ist schwierig manchmal, dem Mann sehr lange zuzuhören, weil es, ja, er erklärt sehr gut. Aber es ist halt für jemanden, der das nicht gewohnt ist, so Vorträgen zuzuhören, ziemlich langweilig. Also ich nehme da alles mit raus, was da nur geht und bestätigt mich immer und immer wieder in meinem Denken. Ja, wenn euch das gefallen hat, dann hoffe ich, ihr geht auf den Link und guckt da einfach rein. Man wird davon auf keinen Fall dümmer und
Vielleicht gefällt euch der kurze Einblick, dann würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben oder auch vielleicht weiß der eine oder andere was, was er gerne weitergeben würde und setzt mir das unten mal rein. Ja, das war's. Ansonsten wünsche ich euch erstmal weiterhin alles Gute. Hoffe, ihr seid gesund oder werdet wieder gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.